Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der Yubari, dem japanischen Kreuzer auf Tier 4, im Herrschaftsmodus gefahren. Die Yubari, hier ist sie, ich habe sie mir mal gekauft, ich finde sie gar nicht so schlecht, fahre sie auch immer wieder gern, hat defensives Flakfeuer, das ist auf diesem Tier was ganz Besonderes. Ja, 12er Kapitän ist drauf, wer sich alles angucken will, in Ruhe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Und jetzt schauen wir uns das Matchmaking mal an und da sind wir in einem Dreier-Vierer-Match gelandet mit einem Flugzeugträger jeweils. Ja, das ist natürlich jetzt eine schöne Sache. Top-Tier, Flugzeugträger, vielleicht kommen wir dazu, unser defensives Flakfeuer mal einzusetzen. Und ansonsten, tja, zwei Zerstörer nur pro Seite. Ne, wir haben sogar drei und die anderen haben drei Schlachtschiffe wie wir auch. Alles doch relativ gut verteilt und nun schauen wir mal, wie sich das hier im Herrschaftsmodus denn so anlässt. So, was haben wir denn hier bei uns? Wir haben eine Vampire als Zerstörer da vor D und hier neben uns eine G101. Mal gucken, wo der hinfährt. Die Shenyang da oben, der ist natürlich ganz klar A-orientiert. So, wir werden jetzt mal sehen, dass wir hier unsere Vampire, der offensichtlich ja deattackiert, dann auch schützen. G101 hat sich noch nicht so ganz entschieden, wo er hin will. Doch, jetzt scheint er auch in Richtung A abzudrehen. Na gut. Also immer ein Blick auf die Minimap. Ganz, ganz wichtig. Man muss ja wissen, was um einen rum passiert. Sonst stehst du plötzlich ganz alleine da. Passiert immer wieder. Gerade in den Anfängen ist mir auch passiert. Fährst in eine Richtung und plötzlich stellst du fest, ups, alle anderen sind woanders. Also immer auf die Minimap gucken. Gibt aber auch die Möglichkeit, einfach so das Spiel noch ein bisschen mehr zu lesen und einzuschätzen, was könnte als nächstes denn eigentlich passieren. Weil unser Vampire so richtig macht er sich doch nicht auf den Weg in Richtung D. Jetzt fährt er erstmal da um die Insel rum. Okay. Als Zerstörer kannst du natürlich problemlos direkt drauf zufahren. Na gut. Er wird wissen, warum er es tut. So, wir werden jetzt hier mal sehen, dass wir ein Stückchen weiter rüberkommen. Dass wir eben einen anderen Winkel auf D bekommen, als vielleicht auch der Gegner erwartet. Dass wir also schon weiter weg, also weiter drüben sind, sozusagen, also weiter im Süden. Und hier vielleicht zum Beispiel so gegen die Friant wirken können. Aber D wird schon gekappt. Und von dieser Seite aus kommen wir jetzt auch hinter diese Insel, hinter diese Landzunge, da genau, wo ich schon mal hingeklickt habe, denn da ist die gegnerische Vampire. So, und wenn der jetzt, ne, der fährt aber hier in diese Richtung sogar. Oh, mal gucken. Dann werden wir ihn mal mit unseren Geschützen einheizen und gleichen Treffer, wunderbar. Zweimal die Basis verteidigt. So, und jetzt, ja, müssen wir natürlich aufpassen, hier kommt doch eine ganze Menge hoch. Da haben wir eine St. Louis, eine Friant. Da hinten ist die Kawachi. Und die Bugger-Tür ist da auch noch. Naja, gut. So. St. Louis. Ja, schön mit HI drauf. 2300, mal gucken. 1200. Aber da kommt eins zum anderen. Und wenn er dann irgendwann mal brennt, und eben hat er gebrannt, und jetzt hat er aber scheinbar sofort gelöscht. Auch gefährlich. Wenn wir ihm nochmal einen Brand verpassen könnten, wäre das natürlich jetzt wunderbar. So, wir werden jetzt mal wieder ein bisschen eindrehen, dass wir zurückkommen sozusagen zu unserer Flotte. Sonst haben wir nicht wirklich das Problem, dass wir komplett alleine stehen. So, und da haben wir ihn anzünden können. Sehr gut. So, unsere Wyoming, der fährt davor. Das ist auch gut. Wenn jetzt ein Schlachtschiff da vorne hinfährt, der zieht das Feuer auf sich. Und ich kann von hier aus ganz in Ruhe sozusagen wirken. Genauso soll das aussehen. Die Schlachtschiffe sollen nicht hinter den Kreuzern fahren, sondern vor den Kreuzern. Und die Kreuzer sollen aber so nah dranbleiben, dass sollte dieses Schlachtschiff jetzt von einem Zerstörer attackiert werden, ihn verteidigen können. So, nochmal ein Ausfall. Ein Geschütz weniger. Na gut, weil das sagt los, der hat reichlich Geschütze. Aber jetzt hat er scheinbar wieder repariert und beziehungsweise Brand ist wohl ausgetickt. So, hier kommen wir vorbei, oder? Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Ja, man sieht eben, der schießt lieber aufs Schlachtschiff, weil er das trifft. Statt auf einen Kreuzer, der jetzt hier ein bisschen beweglicher ist.
So, nun sind wir hier hinter der Insel, aber ich denke mal, die St. Louis, das müsste unser Wyoming jetzt ja, ja, haben wir ihn nochmal getroffen, müsste unser Wyoming jetzt ja mit der nächsten Salve erledigen können. 2300. Oh, aber die Wyoming schießt HE. Oh, das ist natürlich... Ah ja, und jetzt hat er sich da irgendwo hinter diese Insel stellen wollen und in Sicherheit bringen wollen. Oh, zu kurz. 160 sind noch dran. Na, ja, da hat sich die Vampire den Kill geholt. Gut, so, jetzt ist hier eigentlich soweit alles klar. Der Angriff da ist ein bisschen zurückgedrückt. Also werden wir jetzt mal ein bisschen näher wieder ranfahren. Unsere Verborgenheit jetzt hier nutzen. 8,5 Kilometer, das ist natürlich mit Tarnungsmeister perfekt. Da kann man einfach ein bisschen näher ranfahren. Torpedos haben wir auch. 6 Kilometer, das ist auch schön. Rechnet der eine oder andere auch nicht mit. Aber ist natürlich bei japanischen Kreuzern nicht unbedingt unüblich. So. Jetzt wollen wir nochmal sehen, dass unsere Vampire uns hier begleitet und einfach mal da ein bisschen mehr mit angreift. Einfach mal anpingen. Ja, da kommt auch schon gleich ein Verstanden. Sehr gut. So, dann können wir nämlich jetzt hier von der Seite wieder auf die Bunkertür wirken. Unser Wyoming, der ist jetzt schon sehr weit weggefahren darunter. Hätte auch schon mal eindrehen können, aber na gut, muss ja nicht. So, 792, ein bisschen anders hier vorhalten. Nochmal anders vorhalten. Ah, da hinten eine Kawachi und die Wyoming. Okay. Also haben wir hier zwei Schlachtschiffe im Hintergrund. So. Da kommt mal Bogertür. So, unser Vampire, der ist da auch sehr nah dran. So, Bogertür. Jetzt kommst du langsam so in den Bereich, wo es für mich auch mit Torpedos interessant wird. Oh, 3000. Sehr schön. Unten dran. Ja. Der Abwurfwinkel ist natürlich nicht besonders großartig, aber wenn einer so direkt auf einen zufährt, zugefahren ist, da hat die Vampire eben richtig einen reingehauen und hat ihm selbst schon Torps gesetzt. Ja gut, dann laufen eben unsere Torps. Dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt unserer Wyoming da noch wieder ein bisschen helfen können. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen näher ranfahren, denn die beiden Schlachtschiffe trauen sich da nicht so richtig in Range zu kommen, aber okay. Kawachi ist schon da, können wir drauf schießen. Ah, laufen auch schon Torps. Da hat gerade gebrannt. Ich weiß nicht, ob der jetzt gelöscht hat. Laufen nochmal Torps. Ah, unser CV ist da ordentlich aktiv. So, können wir auf die Wyoming noch wirken. Und da hinten kommt eine Frion. Will offensichtlich den Schlachtschiffen helfen. So, da können wir der Kawachi nochmal hinterher schießen. Hier über die Insel. Ja, und für unser defensives Flakfeuer ist der noch ein bisschen weit weg. 6 Kilometer knapp. Oh, Wyoming fährt rückwärts. So, dann sollten wir den relativ einfach treffen können. Wollen wir mal schauen. Ja, da kommt die Frion. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Kreuzer. So, mein Freund. Oh, der ist aber auch fix unterwegs. Werden wir gleich mal ein bisschen eindrehen. Ja, Basis verteidigt. So. Da fahren wir aber noch ein bisschen näher ran. Nope. Kräftig eingelenkt. Na, aber da haben wir die Basis nochmal, zweimal verteidigt. So, noch ein. Ja, sind zwar immer nur 800 Pünktchen, aber 800 Pünktchen sind 800 Pünktchen. So, jetzt kommen wir da nicht mehr ran. Aber wir haben ja auch Verbündete und wir können dann immer noch auf diese wunderbar rückwärts fahrende Wyoming schießen. So, Frion ist von der St. Louis rausgenommen worden. Das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, nun haben wir aber auch dann unsere Wyoming verloren. Das ist nicht so gut. Ist alles noch eng zusammen. Wir sind 6, die anderen sind 6. Wir sind leicht in Front. So, ja, nun können wir mal gucken, dass wir hier... Man muss natürlich jetzt wieder sehen, was haben diese beiden Schlachtschiffe da für ein Ziel. Und da sie wahrscheinlich die Vampire gar nicht sehen,
Ja, sind wir jetzt hier das einzige Ziel, das sie haben? Ja, wieder einen schönen Brand. So, aber auch diese Wyoming schießt HE. Oh, das ist ja dann gar nicht so schlimm. Dann kann man sich da nochmal rantrauen. So. Kawachi versucht scheinbar wegzukommen, warum auch immer. Vielleicht wollen sie der... Ah, die Vampire zeigt sich aber offensichtlich ein bisschen zu sehr. Weil jetzt können beide Schlachtschiffe auf diese Vampire schießen. Oh, mein Lieber. Ja, und wieder ein Brand auf die Kawachi. So, vielleicht können wir noch ein zweites Mal anstecken. Das wäre natürlich perfekt. Ja, Vampire da. Der mit den Schlachtschiffen tanzt. Ja, da haben wir ihn nochmal angesteckt. Sehr schön. So, jetzt noch ein dritter Brand und dann ist das Thema durch. Und jetzt können wir uns dann mal auch hier um die Wyoming kümmern. Der hat jetzt Torpedos gefressen. Der muss wahrscheinlich reparieren, wenn er überhaupt reparieren kann. So, noch ein der Kawachi hinterher. Der hat jetzt gerade gelöscht. Okay, dann wollen wir mal sehen, ob wir den vielleicht nochmal wieder anstecken können. Oder zumindest einen Treffer so setzen können, dass er rausgeht. So, dann muss ich mich aber gleich jetzt hier um die Wyoming kümmern. Der ist zu nah. Der ist eindeutig zu nah. Der kann ja richtig austeilen jetzt hier. Der kriegt jetzt erstmal einen. So, Wyoming ist raus. Und jetzt wollen wir gucken auf die Entfernung nochmal einen auf die Kawachi. Na, ha, doch nicht ganz so schnell unterwegs. Dreht ein. Ja, und jetzt fängt er auch an zu reparieren. Also hochzuheilen. Oh, 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 oh. So, na komm. Na. Ja, 750. Na komm. Ja, da ist der Brand. Sehr gut. So. Noch ein Tausender. Ja, und jetzt... Er brennt und brennt und brennt runter. Und da hat sich's erledigt und die Kawachi ist raus. So, wir sind immer noch 6. Die anderen sind nur noch 4, weil sie jetzt ihre beiden Schlachtschiffe verloren haben. Dann können wir jetzt mal hier Richtung C fahren. Und können mal gucken, ob wir da vielleicht die St. Louis beim Cappen noch mit unterstützen können. Ist eine relativ kleine Karte, also das sieht auf der Minimap jetzt aus, als würden wir jetzt erstmal 2 Minuten dahin fahren müssen. Aber wenn man jetzt hier vorne die Insel sieht und auf der Minimap einfach mal guckt, wo die da verzeichnet ist, also das ist ja schon gleich da. Oh, da ist die Langley aufgegangen. Das ist ja schön. Kommen wir zwar noch nicht ganz ran, aber... Offensichtlich hat die St. Louis jetzt die Langley aufgemacht und der kommt hier auf uns zu. Kann man auf der Minimap ja auch hervorragend sehen, in welche Richtung der fährt. So, dann wollen wir doch mal sehen. Gleich ist er auch in Range und dann können wir vielleicht sogar noch ein bisschen auf den Flugzeugträger mitwirken. Oh. Von vorne drauf ist gar nicht so schlimm beim Flugzeugträger. Mit HI wirkt das auch. Wenn man dann trifft. Na komm mal. Hey. Na. Ja, guck. Da gibt es dann mal 3000 aufs Deck. Mal 2-2 hinterher. So, da haben wir einen Brand auf dem Flugzeugträger. Das ist natürlich perfekt. Jetzt kann er seine Flugzeuge nicht mehr starten. Beziehungsweise, wenn er den Skill hat, dauert es einfach noch deutlich länger. Ah, jetzt hat er auch gelöscht. So, wenn wir ihn jetzt noch ein zweites Mal anstecken könnten, dann wäre das Thema wohl für ihn auch durch. Ah, jetzt hat er seine Flugzeuge gerade mal rausgebracht. So, das ist bei der Länge auch. Man schießt auch manchmal einfach durch. Also unter dem Deck durch und... Na, mein Lieber, komm. 2-7 hast du noch. So, defensives Flakfeuer haben wir jetzt gestartet. Ja, da hat die St. Louis ihn rausgeschossen. Und er fliegt jetzt auch nicht uns an, sondern fliegt darüber auf die St. Louis. Hat offensichtlich den Automatismus dann auch gestartet. Muss man auch wissen, dass ein Flugzeugträger unter Umständen noch angreifen kann, auch wenn er schon aus dem Spiel raus ist. Man kann nämlich einfach das Ziel markieren und dann fliegen die Flugzeuge da nochmal hin, schmeißen automatisch ab. Und das hat den einen oder anderen auch schon überrascht. So.
Wir sind eigentlich soweit ganz gut in Front. 5 gegen 3. Flugabwehrmannschaften in normaler aber D wird gekappt. So. Ja, nun hat offensichtlich der Flugzeugträger tatsächlich noch die St. Louis angegriffen und hat sie rausgenommen. Ja, so kann es gehen. Flugzeugträger schon längst raus, gefühlt Minuten weg. Aber, nee, da hat er sich nochmal revanchiert. Ja, und jetzt haben die anderen 3 Caps. 4 gegen 3. Und die holen jetzt mächtig auf, was Punkte angeht. Jetzt könnte das Spiel hier nochmal kippen. Also Vampire, da ist auch nicht mehr viel dran. 567 hat er noch. Das heißt, wenn der sich noch einmal zeigt, dann ist der auch raus. Hm. So, Kolberg greift da mutig die Wyoming an. So, jetzt sind wir entdeckt. Okay, dann muss der Zerstörer hier auf C zufahren. Weil das geht nicht anders. So, die Wyoming schon mal aufschalten und wir fahren so ein bisschen, dass wir C jetzt abdecken. Ja, er wollte hier... Oh, jetzt ist die Vampire tatsächlich raus. Jetzt ist es 3 gegen 3 und wir sind hinten. So, da... Ach, da ist ja auch nichts mehr dran. Die V-170. So, mein Lieber, jetzt kümmern wir uns erstmal hier um dich. Schon mal... Jo, auf die V-170 zufahren, weil wenn der Torps gesetzt hat... Na komm, das ist noch ein Treffer. Komm, ANG. Jawohl. So, und gleich wieder einlenken. Ja, da laufen schon seine Torps und da kommt jetzt der andere. Ja, alles klar. So. Trotzdem sind wir nur knapp in Front. 3 gegen 2 ist noch. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier unsere Wyoming noch ein bisschen bespaßen können. Denn das Problem wird sein, dass die anderen jetzt irgendwann wieder an uns vorbeigehen, weil sie einfach einen Cap mehr haben. Und unser Kolberg, ich weiß nicht warum, der da so an die Wyoming ranfährt. Der hat keine Torpedos, der, ja, da hat sich's dann erledigt. Also wenn das ein, ja, schön, noch ein Brand. Also wenn wir jetzt, wenn wir das machen, weil wir Torpedos haben und dann so nah ranfahren, weil so gut wie nichts mehr an uns dran ist, dann hat das irgendwo noch ein bisschen Sinn und Verstand. Wenn man mit einem Kreuzer so nah an ein Schlachtschiff ranfährt, ist man fast immer raus. Oh, gibt es den Unterstützer? Und die Wyoming brennt da munter vor sich hin. Tja, die anderen sind jetzt 100 Punkte vorne. 2 gegen 2. Oh, 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 oh. Das wird aber eine ganz enge Kiste. Das heißt also, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier irgendwie A cappen. So, entdeckt. Ah ja, da ist ja... So, da ist nichts mehr dran. Den haben wir rausgenommen. So, jetzt sind wir aber immer noch hinten. Die anderen haben 3 Caps, wir nur 1. Das heißt, auch wenn ich jetzt A cappe, machen die weiter Punkte gut. Das können wir nur gewinnen, indem wir jetzt diese St. Louis hier rausnehmen. So, entdeckt. Okay, dann... Oh ja, da ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel dran. So, komm, St. Louis. Rausgedreht. Okay, dann wollen wir sehen. Ja, da haben wir ihn nochmal getroffen. 400 Pünktchen, nett. Ja, in Torpedoreichweite ist er natürlich auch, aber er fährt jetzt weg von uns. Gut, aber wir haben hier Full HP. Das heißt also, da braucht man jetzt auch nicht wirklich irgendwie drauf achten, dass man nicht zu viel Breitseite zeigt. Denn der versucht ja wegzukommen. Da laufen schon die Torps vom CV. Und ja, da hat der CV ihn rausgenommen. Und wir haben dieses Spiel dann doch noch gewinnen können. Ja, das waren jetzt 90.202 Schadenspunkte bei 144 Zieltreffern. 5-mal die Basis verteidigt, 3 Ausfälle erzeugt, 4 Schiffe zerstört und 10 Brände haben wir gesetzt. Das gab den Unterstützer und insgesamt muss ich sagen, fand ich das schon auch wieder ein interessantes Spiel mit der Yubari. Wie gesagt, ich nehme sie ab und zu mal. Ich spiele eigentlich alle meine Premium-Schiffe alle so weit durch, egal wo sie wie welche Tierstufe haben. Deswegen habe ich die Premium-Schiffe nicht nur, um sie im Hafen zu haben, sondern auch mal zu spielen. So, schauen wir mal. Teamwertung. Ja, Teamwertung 1242 Basiserfahrung bringt uns hier auf Rang 1. Das ist natürlich auch schön. Und dann schauen wir jetzt auch nochmal genau hin,
welche Schiffe wir denn jetzt versenkt haben und wem wir sonst noch so geschadet haben. So, Wyoming haben wir versenkt. Wyoming haben wir versenkt. Kawachi haben wir versenkt. Also mit anderen Worten, wir haben alle drei Schlachtschiffe versenkt. Dann die V-170 haben wir auch noch mit rausgenommen. Und der St. Louis haben wir ein bisschen was abgenommen. Der Langley haben wir ein bisschen was abgenommen. Bugatyr und St. Louis auch. Ja. Potenzieller Schaden 142.000. Da sind wir relativ glimpflich rausgekommen. Also das war vielleicht auch ein Dank an die Wyoming. Er hat sich als Ziel angeboten. Wir wurden nicht beschossen. Das ist sehr, sehr gut. Zurückgelegte Strecke 92 Kilometer. Waren wir also doch eine ganze Menge unterwegs. Ja, also wie gesagt, insgesamt fand ich, war ein interessantes Match. Hat Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, dir das anzusehen, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Kannst auch hervorragend dieses Video mal bei Facebook teilen oder bei Twitch ein Abo loswerden. Findest du alles unten in der Beschreibung. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.